Willkommen bei der heutigen chaotischen Viertelstunde zum Thema Wie sprengen wir einen Stern? Mit Koks, Blackjack und vielleicht einem schwarzen Loch. Erste Frage, wie bin ich auf diese chaotische Viertelstunde gekommen? Naja, und Sternsprengen macht man irgendwie jetzt nicht jeden Tag, zumindest ich nicht. Es gibt, wer kennt die Serie Stargate SG-1? Okay, da gibt es nämlich eine Folge, in der sie genau das tun. Für diejenigen, die das Ganze nicht kennen, so müsste die Grundidee, was ist von Stargate, ganz kurz. Von Stargate ist im Prinzip so ein Ring. Und da gibt es dann irgendwo noch so einen zweiten Ring. Und dann kann man auch einen Knopf drücken und dann steht zwischen den beiden so ein Wurmloch. Und da kann man dann Menschen durchschicken oder andere Dinge. Die schickt man dann hier rein und dann kommen die hier wieder raus. Das ist in der Serie so, dass die Variante von wir reisen mal über die Stelle. Und genau das wollen die jetzt nämlich benutzen, um einen Stern zu sprengen. Und wie das Ganze da dann aussieht, gucken wir uns dann mal kurz an. Ich hoffe, man versteht es einigermaßen vernünftig, leider nicht so ewig laut. This is a sun or ashes orbit. It's a regular main sequence star with a core temperature of about 15 million degrees and enough hydrogen to burn for another 5 billion years. Yeah. We want to blow it up. Wow. That's, ambitious. Every star is a delicate balance between the explosive force of the fusion going on in its core, which tends to want to blow it apart, and the gravitational force of its mass, which tends to want to crush it into a little ball. Now, if we could disrupt that balance by suddenly removing some of the star's mass, we could create an artificial supernova. The blast wave would expand at nearly the speed of light. It would destroy everything in the system within a matter of minutes. How is this removed from the star's mass? Well, this is going to sound a little crazy, but we dial P3W451. It's the planet where we encountered the black hole. Wow. That sounds a little crazy. Yeah. We take the Stargate in the mothership and bring it as close to the sun as we can. Then we dial the black hole, enclose the gate in the force field, and jettison. The sun's gravity will pull it in, the force field will disintegrate, and stellar matter will be sucked through that wormhole like water through a fire hose. It's likely the gate won't last long, but we figure it'll be long enough. So, das ist das, was Sie machen wollen. Also nochmal mit ein bisschen Farbe auf Licht. Was wollen wir machen? Wir haben hier so einen Stern. Und dieser Stern, wie wir gerade gelernt haben, ist, was ist so ein Stern? So ein Stern ist irgendwie so ein Ball von Gas. Und hier irgendwie im Kern haben wir so Fusion. Und Fusion produziert so ein bisschen Energie. Und das ist einfach Energie, die bläst diesen Stern auseinander. Gleichzeitig ist dieser Stern unglaublich fett. Ich habe mal den Body Mass Index von unserer Sonne ausgerechnet, der liegt irgendwo bei 10 hoch 28. Also so ein Stern ist schon echt fett. Also wenn der thermische Druck das Ding auseinanderbläst und wir haben einfach die Gravitationskraft, die das Ding zusammendrückt. Was wir tun wollen ist, wir haben hier irgendwie so ein schwarzes Loch, sonst wo. Wir haben hier ein Stargate hier, wir haben ein Stargate irgendwo hier und wir saugen quasi Masse ab. Die kommt dann hier raus und sprudelt ins schwarze Loch. Das ist das, was wir tun wollen. So, wie das Ganze dann am Ende aussieht, können wir uns auch nochmal angucken. Ich brauche Dunkelheit. Also aussehen ist dann ungefähr so. Hyperdrive.
Also so sieht das dann aus, wenn dieser Stern hochgeht. Dachten wir, wenn wir schon anfangen zu überlegen, wie wir das Ding kaputt machen, dann können wir uns auch mal angucken, wie das geht. So, Frage Nummer 1, wird das funktionieren? Und jetzt kommen wir zu einer interessanten Beobachtung, nämlich, dass der Begriff Science Fiction sich ja erst aus Science und danach aus Fiction zusammensetzt. Denn bis zu dem Punkt, wo wir gesagt haben, naja, so Sterne stehen irgendwie aus thermischem Druck durch diese Fusion, die das Ding auseinanderbläst und Gravitation, die das Ding zusammenquetscht. Soweit ist alles noch akkurat, das ist die Science und alles danach ist mehr so Fiction und Blödsinn. Also was würde denn passieren, wenn wir das mal durchführen? Was wir machen, ist, wir ziehen Masse ab. Wenn wir Masse abziehen, ist die Folge, dass die Gravitationskraft runtergeht, weil wir weniger Masse haben. Denn die Masse ist das, was das Ding zusammenquetscht. Naja, warum haben wir denn hier Fusion in dem Kern? Die Fusion haben wir unter anderem deshalb, weil wir dieses Ding, diesen Kern zusammendrücken von außen. Das heißt, was passiert ist, wenn wir Masse abziehen, wird die Gravitationskraft geringer, der thermische Druck bläst das Ding auseinander, der Stern würde sich aufblähen, der Druck auf den Kern würde geringer werden, die Fusion würde auch ein bisschen runtergehen, Temperatur würde runtergehen, Druck würde runtergehen. Das heißt, was wir hier tun, ist eigentlich nichts anderes als, wir stabilisieren den Stern. Aber wir wollen den Stern ja nicht stabilisieren, denn stabil ist ungleich bumm. Ne? Stabil ungleich bumm. Das ist schlecht. Denn wir wollen bumm. Das heißt, so wie wir das da vorgestellt haben, funktioniert es schon mal nicht. Das heißt, wir müssen den Plan ändern. Wir müssen vielleicht was anderes. Was wir machen könnten ist, wir nehmen jetzt statt so einem Stern, der noch irgendwie so 15 Millionen Jahre vor sich hat, nehmen wir mal so einen Stern, der schon mehr so tot ist. So ein weißer Zwerg. Was ist ein weißer Zwerg? Naja, was ist denn so, was fusioniert denn? Wir fusionieren hier im Zentrum irgendwie so Helium und Wasserstoff und so. Und irgendwann ist Helium und Wasserstoff halt alle und dann fusioniert der Kern halt was anderes. Und irgendwann kommt er dann zu einem Punkt, wo er dann nur noch schwerere Elemente hat. Und beim weißen Zwerg ist es so, der hat in seinem Kern einfach so viel Zeug fusioniert, dass der Kern jetzt basically besteht aus so. In dem Kern haben wir dann irgendwie so Kohlenstoff und Sauerstoff drin. Und das kann der Stern dann nicht mehr wirklich fusionieren, weil die Kraft, die Gravitationskraft, die der Stern hat, reicht nicht mehr aus, um für genug Druck und so zu sorgen, dass wir hier diesen Kern, diese Fusion weiter durchführen können. Und das heißt, der Kern hat keinen Druck, weil er ihn auseinanderbläst und er fällt in sich zusammen. Das ist dann ein weißer Zwerg. Was passiert jetzt? Naja, wir haben hier irgendwie unseren weißen Zwerg oder unseren Stern, der stirbt gerade und fällt jetzt hier alles so schön runter. Das heißt, wir haben jetzt absurde Massen, die auf diesem Kern liegen. Und was dann passiert ist, dieser Kern geht über in einen Zustand eines entarteten Materials. Und jetzt fängt es an, lustig zu werden. Was ist entartetes Material? Naja, jetzt müssen wir uns ein bisschen überlegen, was in diesem Stern abgeht. Wir müssen ein kleines bisschen Quantenmechanik auspacken. Nämlich das Pauli-Verbot. Was heißt das? Wer hat den Begriff Pauli-Verbot schon mal gehört? Ah. Wer hat ihn noch nicht gehört? Okay, also, was heißt Pauli-Verbot? Naja, ich habe so ein Ding. Und ich habe so ein anderes Ding. Und die haben irgendwie, die sind an so einem Ort und die haben irgendwie so einen Impuls. Ein Impuls ist einfach Masse mal Geschwindigkeit, hat unser Teilchen hat irgendwie so einen Ort. Das ist jetzt, nenne ich mal x. Und was wir sagen können, was das Pauli-Verbot sagt, ist, zwei Teilchen können nicht in allen Komponenten gleich sein. Sie können nicht am selben Ort sein und gleichzeitig den gleichen Impuls haben. Und sie müssen auch unterschiedlich sein, aber das ist gerade nicht so wichtig. Das heißt, was wir jetzt mal angucken, wir haben irgendwie den Ort und wir haben hier irgendwie so den Impuls. Und was die Quantenmechanik uns auch sagt, naja, wir können hier irgendwie nicht beliebig dicht gehen, sondern wir haben hier dezidierte Zustände. Und was jetzt passiert ist, naja, wir quetschen diesen Kern zusammen. Das heißt, wir haben irgendwie eine bestimmte Menge an Ortszuständen. Und die können wir jetzt mal so auffüllen. Genauso haben wir eine bestimmte Menge an Impulszuständen. Das heißt, die können wir jetzt mal so auffüllen. So
füllen schön auf. Und wenn wir diesen Kern jetzt weiter komprimieren, also hier noch ein paar hängen, das heißt, wenn ich irgendwie so die ganz langsamen Teilchen, ja alle Ortspunkte quasi besetzt habe mit langsamen Teilchen, müssen die anderen Teilchen schneller sein, denn die passen hier unten nicht mehr rein. Und wenn ich da noch mehr Teilchen habe, dann müssen die Teilchen noch schneller sein. Und das heißt, wenn ich hier irgendwie sage, hier ist Ende, und ich komprimiere den Stern noch weiter, dann muss ich quasi die Teilchen, die hier jetzt in den Ortspunkt reinpassen, muss ich dann irgendwie oben drauf schaufeln. Das heißt, ich gehe hier unglaublich hoch. Das heißt, je stärker ich dieses Ding komprimiere, desto höher muss ich die Teilchen umräumen vom Ort in hoher Geschwindigkeit. Und das heißt, ich bekomme auch, da die hier jetzt oben absurde Geschwindigkeiten kriegen, die Teilchen, sind in dem Fall die Elektronen. Aus diesem Grund bekomme ich quasi den Gegendruck. Das ist das Ding, was diesen Kern dann stabilisiert. Also ich habe einen Druck, einen Gravitationsdruck, der mir diese Gravitationskraft mir das Ding zusammenquetscht, und diesen Entartungsdruck nennt sich das, der mir quasi dagegen drückt. Und das Witzige ist jetzt, dieser Entartungsdruck passiert allein dadurch, dass ich quasi hier Zustände nicht doppelt besetze. Und das führt dazu, dass dieser Druck nicht abhängig davon ist, wie warm mein Kern ist, denn das ist quasi, man kann sich das vorstellen, wie so eine Stahlkugel. Man hat irgendwie so Teilchen da drin und die kann ich einfach nicht weiter zusammendrücken. Denn wenn ich sie weiter zusammendrücken würde, müsste ich ihnen eine Geschwindigkeit geben, die irgendwo da oben liegt. So 3 Kilometer vom Dach. Und das heißt, ich habe so eine Stahlkugel und da kann ich dann draufdrücken. Und da drückt der Stern natürlich auch schön kräftig drauf. Aber er geht halt nicht weiter zusammen. Und die thermische Energie, die in diesem Stern drinsteckt, die ist dann Furcht gegen das, was dieser Entartungsdruck macht. Das heißt, das Ding besteht hier quasi nur aus Entartungsdruck. Und was jetzt passiert, ist Folgendes. Jetzt kommt der Punkt, wo wir Let's Make It Boom machen. Was wir jetzt haben, ist, wir haben einen hohen Druck und wir haben ein sehr dichtes Material. Also wir drücken hier mit so einer kompletten Sternmasse drauf. Wir haben ausgerechnet, BMI von 10 hoch 28, echt fett, drückt auf diesen Stern drauf. Das heißt, was passieren wird, ist, wir haben jetzt Fluktuationen. Mal occasionally ist irgendwie so ein Teilchen schneller und mal ist so ein Teilchen langsamer. Und weil wir so ein sehr dichtes Material haben, führt so ein Teilchen ist schneller dazu, dass dieses Teilchen irgendwie mit so einem anderen schnellen Teilchen kollidiert und dann fusionieren die beiden. Dann haben wir irgendwie hier so eine Fusionszündung. Einfach weil wir so viel Druck ausüben und dann zündet halt quasi so eine Kohlenstoff-Sauerstoff-zum-Nickel-Fusion. Normalerweise wäre das jetzt so, okay, dann wird es einmal kurz heiß. Das Ding, diese Zündung dehnt sich aus, kühlt ab und geht wieder aus, weil sie abkühlt und nichts passiert. Naja, ausdehnen geht nicht. Da gibt es nichts, Gesundheit. Da gibt es nicht, was ich ausdehnen kann. Das Ding ist hier, ne, also da gibt es nichts, das ist hier der Entartungsdruck. Das Ding drückt mit einer Kraft von außen drauf, dass wir da einfach nicht ausdehnen können. Das heißt, unsere Zündung geht nicht aus. Was passiert also? Statt dass sie irgendwie erlischt, zündet sie einfach ihre Umgebung. Und das heißt, wir haben jetzt eine Brennfront. Und diese Brennfront rast durch diesen Kern durch. Und wir haben jetzt quasi eine Situation, dass dieser Kern, das können wir dann dementsprechend provozieren, indem wir diesem Stern Masse zufüttern. Das heißt, was wir machen, ist im Prinzip schon das, was die hier gemacht haben. Wir können die Sonnentunnel nehmen, aber wir wollen Masse nicht in diese Richtung schieben. Wir wollen Masse in diese Richtung schieben. Wir wollen dem Stern Masse zufüttern. Also den weißen Zwerg in dem Fall. Sodass quasi der Druck, der hier so drauf geht, so groß, einfach absurd groß wird. Dass dieses Material so dicht wird, dass es eben zu diesen spontanen Fusionszündungen kommt. Wenn es zu diesen spontanen Fusionszündungen kommt, haben wir gerade gesagt, normalerweise würden die sich ausdehnen und ausgehen, geht aber nicht. Also zünden sie dann ihre Umgebung an. Und jetzt wird es richtig lustig, denn jetzt fängt der komplette Kern an, durchzufusionieren. Wir haben quasi, das Ding explodiert, die Brennfront geht quasi durch den kompletten Kern durch, aber irgendwie kann er ja schon Material so nicht nach außen drücken, sondern was also passiert, wenn ich irgendwie so meine Brennfront habe und die geht nach außen und hier habe ich irgendwie meinen Kernrand, dann kann die das Material nicht rausdrücken, weil hier ungefähr noch ein Stern sitzt, der das Ding zusammenquetscht. Das heißt, was passieren wird, ist, das Ganze wird instabil und wir haben irgendwie so Masse zirkuliert so hin und her und diese Brennfront
faltet und so, wie so ein Gehirn. Und dann haben wir am Ende hier so einen Kern, der ist so schön rund. Und der besteht eigentlich auf nichts anderem als einer einzigen fetten Brennfront, die in diesem Kern drin sitzt. Und die dazu führt, dass einfach mal dieser komplette Kern, diese Brennfront ist quasi ein Symptom der der instantanen Fusion des gesamten Kernmaterials von diesem Sternenkern, das quasi von jetzt auf gleich fusioniert. Könnte man sich überlegen, okay, was passiert, wenn ich irgendwie so eine Sternenmasse an Material fusioniere? Naja, das gibt mir eine ganze Menge Energie. Und was passiert, wenn ich irgendwie so ganz viel Energie auf einen Fleck habe? Naja, die würde explodieren. Kann sie aber nicht, weil wir noch so einen fetten Stern haben, der von außen drückt. Wir haben also quasi, wenn wir uns das überlegen, wenn wir den Druck haben, der hier als quasi als Gegendruck wirkt, gegen unsere Gravitation, dann haben wir irgendwie haben wir den Entartungsdruck, der sitzt irgendwo hier. Und das, was wir gerade haben, ist der thermische Druck. Der thermische Druck sitzt irgendwo da. Das interessiert den Stern überhaupt nicht, ob da sitzt. Das interessiert diesen äußeren Mantel überhaupt nicht, ob da gerade irgendwie der Sternkern fusioniert. Das heißt, dieser Sternkern ist gerade munter am Durchfusionieren und fusioniert einfach munter vor sich hin und es interessiert aber keine Sau. So lange, bis dieser Druck tatsächlich hochkommt und hier diesem Entartungsdruck Konkurrenz macht. Erst wenn wir quasi mit dem thermischen Druck so weit sind, wir haben quasi so viel thermischen Druck aufgebaut, dass wir irgendwie hier oben landen, und das ist schon echt sehr hoch. Erst wenn wir da angekommen sind, sind wir überhaupt in der Lage, irgendwas zu explodieren zu bringen, weil wir erst dann quasi genug Druck haben, um diesen Mantel wegzusprengen. Und dann macht es so richtig schön bumm. Denn jetzt sind wir in dem Punkt, wo wir quasi eine Energiekonzentration haben, wie man sie normalerweise eigentlich gar nicht stabil hinkriegt. Und dann fliegt uns, wenn wir den Druck erreicht haben, haben wir eine wirklich absurde Energie und die fetzt uns dann den äußeren Mantel quasi weg. Und während wir irgendwie so die äußeren Schichten des Mantels absprengen, fusioniert der Kern auch munter weiter. Also der komplette Kern brennt immer noch. Und in dem Moment, wo wir halt diesen Mantel weg haben, entlädt sich halt die komplette Energie von wir fusionieren mal eine Kernmasse weg. Entlädt sich quasi instantan. Und dann haben wir eine wunderschöne, richtig viel Bums, Supernova vom Typ 1a. Deren Brennfront sich bewegt, durch den Raum bewegt, nicht mit Lichtgeschwindigkeit, aber immerhin mit einigen tausend Kilometern pro Sekunde. Damit blitzen lassen sollte man sich nicht, aber wahrscheinlich die Strahlung, die bei der Brennfront mit involviert ist, wird die Bilder unbrauchbar machen. Insofern, genau. Jo. Und dann macht es halt bumm. Also das Schöne ist, das macht zwar laut bumm, aber es ist egal, in dem Moment, wo man das bumm hören würde. Also man stirbt wahrscheinlich so, bevor sein Trommelfell. Und das komplette System ist, das komplette Sternsystem, was man hat, ist halt wunderschön. Das ist, wie man Sterne sprengt. Nicht mit einem schwarzen Loch, aber zumindest mit einem weißen Zwerg. Fragen? Jo. Wie weit würde denn die Explosion reichen? Was für ein Ladungsgebiet? Das ist eine gute Frage. Also das komplette System ist weg, da kannst du von ausgehen. Wie weit so eine Supernova vom Typ 1a reicht, ist eine gute Frage. Weiß ich auf den Kopf gerade nicht. Muss ich passen. Ich kann ja mal den Astronomen da Schätzung haben. Also ich meine mich zu erinnern, dass das irgendjemand mal gesagt hätte, dass wenn eine Supernova in einer Nachbargalaxie passiert, dass es dann keine Auswirkungen, also keine destruktiven Auswirkungen zumindest auf die auf unsere Galaxie hätte. Okay, also aber zumindest ich bin kleiner. Nicht so ganz sicher gerade, weil der Aussage ist nicht. Okay. Kannst du das umkehren bestätigen, ob es Auswirkungen gibt? Ja. Gab es nicht mal ein XKCD oder ein What If, wo er sich damit beschäftigt hat, dass alleine schon der Fluss der Neutrinos dafür sorgen würde, dich zu töten, wenn du innerhalb von einem bestimmten Radius bist, also ein Radius in der Größenordnung von so einem System auf jeden Fall.
Gleitstrahlung, die ich vermutlich tatsächlich tötet, bevor du auch nur entfernst. Aber nicht die Neutrinos. Doch, doch, auch schon die Neutrinos. Natürlich andere Strahlung, die ich vorher schon noch tötet, da bin ich auch noch schneller tötet. Also du hast eine ganze Menge an Beistrahlung. Ich rede von Neutrinos, ja. Ein Neutrino ist üblicherweise... Alles andere kann man auch besser rausbilden. Ja, also allein durch die Neutrinos fand ich schon sehr interessant. Also das wäre nicht absurde Energie. Neutrinos tun ja eigentlich überhaupt nichts. Ja, richtig, genau. Also ich bin da gerade nicht im Bild, ich kenne den XKCT nicht. Ich erinnere mich nur an dem, was passiert, wenn man einen lichtgeschwindigkeitsgroßen Baseball wirft. Und dass der Pitcher dann verbrennt, bevor er ihn sieht. Aber das ist eine andere Sache. Ja. Wie viel Masse muss man da so fällen, ins Gesicht zufüttern, damit der Trick funktioniert? Das ist eine gute Frage, ich habe nicht nachgerechnet. Aber es würde zum Beispiel reichen, also eine Sonnenmasse reicht nicht. Das der klassische Fall wo genau das passiert ist, du hast einen weißen Zwerg und du hast einen roten Riesenstern als Begleitung. Und dann denkt der weiße Zwerg, oh, Masse will ich haben und saugt eben Masse vom roten Riesenstern rüber. Die Masse wandert dann rüber und dann irgendwann ist es dann soweit, dass genau das passiert, dass du die kritische Masse so weit überschritten hast, dass deine Zündungen hier so wahrscheinlich werden, dass es nicht mehr so aufregt. Das heißt, es ist weniger als die Masse eines Sterns. Ja. Eine inhaltliche Frage. Ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst, aber die stellen sich das ja dann irgendwie so vor, wie wir machen, dass es da geht und dann wie ein Staubsauger wird dann die Materie abgesaugt. Ja. Warum gibt es dieses Stargate noch? Ach so, warum, du meinst, warum das so lange in diesem Stern überlebt? Nein, warum gibt es das Stargate und das einfach nur schwarz und los noch? Ach so, ja, weil das einfach noch nicht in den Ereignishorizont spiralisiert ist. Sie sagen quasi, es ist noch weiß genug weg, dass es noch nicht vom schwarzen Loch zerknirscht worden ist. Aber also die Materie fliegt dann quasi schneller als das Stargate. Durch das Wurm natürlich. Genau, das würde ich quasi. Jetzt nicht reden, aber der Punkt ist, es kommt ja irgendwann aus dem Wurm noch raus und da fliegt es bereits schneller zum Ereignishorizont als das Stargate. Das ist offensichtlich die Art, wie sie da machen, ja. Das ist, wie gesagt, das funktioniert auf diese Weise nicht ganz so sehr. Wir wollen eigentlich den umgekehrten Fall haben. Das ist der Punkt mit Science. Das ist schon der Logik der Serie. Ja. Was ist, wenn ich normal, also Anführungszeichen Normalstern, die unsere Sonne sprengen will? Wenn du einen Normalstern, die unsere Sonne sprengen willst, naja, das Problem ist, du musst halt irgendwie es schaffen, quasi so viel Energie aufzubauen, dass es knallt. Durch Massenabsaugung haben wir gerade festgestellt, funktioniert es nicht. Wenn du hinreichend viel Masse zufügst, dass der Stern kollabiert, rein theoretisch müsste es funktionieren, wenn du unserer Sonne einfach so viel Masse zufügst, dass du eben ähnliche Beziehungen herstellst, dass quasi der Kern so weit komprimiert wird, dass du eben auch in entartetes Material kommst. Dann spräche im Prinzip nichts dagegen, auch unsere Sonne so zu sprengen. Ja. Ich glaube, ich habe dich da schon mal gefragt, ob man die Fusion unterbrechen könnte, indem man eine lächerlich große Menge Eisen oder so in den Kern reinbringt. Eine gigantische Teilchenbeschleunigung oder so. Es müsste schon eine echte ganze Menge Eisen sein. Aber kann das auch erstmal reinkriegen? Das ist richtig. die Frage ist halt, kannst du das Material so weit ausdünnen, dass du keine fusionierenden Teilchen mehr hast? Du müsstest schon echt eine Menge Eisen da reinpumpen, damit das unwahrscheinlich. Also, dann hast du so viel Eisen im Kern drin, dass wir eher eine Supernova von dem Typ 2 bekommen. Ja. Also dieser What-If schätzt, dass bei einem Radius von ungefähr 2,3 astronomischen Einheiten die Strahlung durch die Neutrinos so groß wird, dass sie tödlich ist. Ja, also du musst mehr als 2,3 Gramm sein, also 2,3 Abstand Erde-Sonne für die Leute, die das nicht wissen. Damit es tödlich ist, aus einem Parsec Entfernung hatten wir gefunden, sind es... ein paar Nanosievert. Also, okay. Das müsste schon wirklich nah passieren, damit die Neutrinos ein Problem werden. Okay. Ja, Neutrinos sind im Allgemeinen nicht so tödlich, das ist richtig. Ja. Ja. Wenn ich es recht verstehe, hast du doch in deinen Betrachtungen den, ich sag jetzt mal, den Strahlungsdruck. Ja. Der ist gegenüber dem thermischen Druck der Fusion vernachlässigbar. Okay. Weil das sind irgendwie ein paar Prozent. Der spielt nicht wirklich eine Rolle in dem Fall. Also tatsächlich der thermische Druck, der das Ding auseinanderbläst. Wie sieht es aus mit der Gravitationszunahme, allein durch die Tatsache, dass die Teilchen schneller?
deutlich schneller werden. Wie willst du da eine Gravitation? Naja, wenn du mehr kinetische Energie hast, hast du dann natürlich mehr Masse. Ich glaube nicht, dass das. Aber das ist doch im Prinzip, wenn ich es recht verstehe, der Effekt als Multiplizierung. Also, dass quasi eine Komprimierung ist hier. Im Fall von schwarzem Loch hast du den Effekt, dass du die Masse so weit komprimierst, dass du so viel Masse auf einem kleinen Punkt hast, sodass du irgendwann. Der Punkt ist, du hast eine Fluchtgeschwindigkeit, du hast auf so einem Planeten eine Fluchtgeschwindigkeit. Das ist die Geschwindigkeit, die du haben musst, damit du aus der Gravitationsfeld mit dem Planeten wegkommst. Beim Schwarzen Loch ist es so, dass die Masse so weit runterkomprimiert wird, dass die Fluchtgeschwindigkeit, die du bräuchtest, um von der Oberfläche runterzukommen, größer als die Lichtgeschwindigkeit ist, was du nicht erreichen kannst. Ja, aber diese Kompression setzt ja aus einem gewissen Grund ein. Und das war eben der Punkt. Also, soweit ich weiß, ist es auch so, dass du eine enorme Zunahme an Impuls hast, dementsprechend Gravitationssteigen und dementsprechend. Ich glaube nicht, aber da haben wir den Ansatz. Ich wollte zu generell dazu sagen, dass eigentlich viel plausibler wäre, dass der Strahlungsdruck auch dadurch erzielt wird. Stimmt, ja. Also, du kannst irgendwann, wenn du ein System theoretisch immer mehr Druck geben könntest, dann wirst du irgendwann an eine Grenze kommen, wo das jetzt wieder umkehrt und der Druck nicht mehr länger der Gravitation standhalten kann, weil der Druck teilweise selbst wieder gravitativ wird. Das ist natürlich ganz besonders schön, das würde dazu führen, dass wir sozusagen noch mehr Energie in diesen Kern reinpumpen können, bevor er explodieren würde. Gefällt mir gut. Weitere Fragen? Anmerkung? Sonst etwas? Haben wir die Geschichte mit, wie weit muss eine Supernova weg sein, damit sie gefährlich ist, schon geklärt? Nee. Die Antwort sind roundabout 100 Lichtjahre oder so, to be on the safe side. Okay. Ne? Also das heißt, in unserer Galaxie, wie gesagt, kommt so darauf an, wo sie ist, weil die ist so 100.000 Lichtjahre oder so groß. Mhm. Das heißt, genau so die Größenordnung. Und ich glaube, es gibt auch, also Wikipedia meint, es gibt auch einen, der nah genug dran ist. Das braucht aber noch lang genug, dass der, bis es passiert, weit genug weg ist, dass es egal ist. Alles klar, sehr gut. Da hängt aber so ein weißer Stern außen rum, also so ein weißes Dings. Weißer Stern außen rum. Wenn man den da so reingeschubst kriegt, weiß man nicht. Das wäre eine feine Idee. Also, kann man ja mal angeben. So für wir haben eine experimentelle Grundlage. Gut. Alles klar. Wenn noch keine Fragen oder Anmerkungen mehr sind, wäre es das von meiner Seite. Und ich wünsche noch einen angenehmen Ausgang.